und gehen jetzt zu dem nächsten Boss. Einer der härtesten Bosse im Spiel, meiner Meinung nach. Nämlich der Spiegelritter. Der Looking Glass Knight. Also nicht der Mirror Knight, sondern der Schau in den Spiegelritter. Und ja, er heißt Spiegelritter wegen seines... Au. Wegen seines Spiegelschilds hier. Und ja, seine Spiegelseite ist gepanzert. Also wenn wir auf seine Spiegelseite hauen, treffen wir wirklich den Spiegel und nicht ihn. Man sieht, er hält ziemlich viel aus. Und macht auch nicht wenig Schaden. Oh, es geht los. Jetzt sollten wir zweihändig nehmen und gucken, dass wir ihm Schaden machen. Genau, er ruft nämlich jetzt Verstärkung durch seinen Spiegel. Den können wir allerdings recht schnell tot machen. Diesen Pseudopate nämlich. Wir müssen aber gucken, dass wir ihn tot kriegen, bevor er Yugo tot macht. Was viel gefährlicher ist, manchmal ruft er den Typen mit dem Großschild und dem Großschwert. Au, ja. So. Gut. Das war der Kumpel. Können uns noch bei Yugo bedanken, auch wenn er schon despawned ist. Ja, und wir haben jetzt sehr viele Seelen beisammen. Was gut ist. Damit können wir nämlich uns zum einen Level-Ups holen und auch endlich mal den Schild weiter upgraden und vielleicht auch den Bogen. Zauberquarzring, ein Asketenleuchtfeuer und der Seelenblitz. Und hier drüben ist sinnlos, oder? Ja. Gut, wir stehen am Ende von Schloss Dwangleic. Das heißt, wir müssen hier den Aufzug nach unten nehmen. Gut. Dumm, die dumm, die dumm. Ja. Das dauert eine Weile. Und hier hinten sieht man schon die Ranken durchwuchern. Wir kommen nämlich in ein neues Gebiet. Vision von Lava. Ja, das ist eine Anspielung auf Lost Izalith. Aus Dark Souls 1. Weil da ja eigentlich auch alles voller Ranken ist. So, wir können uns mal Feuer schnappen. Und wir hören Gesang. So. Denn wir sind jetzt beim Schrein von Amana angekommen. Am Gebetsturm, dem Eingangsturm zu diesem Gebiet. Wenn wir uns das Gebiet mal von oben ansehen, müssen wir da hinten hinkommen. Und wenn wir uns hier schon umsehen, sehen wir sehr viel Wasser. Und da geht es auch ziemlich tief runter ins Nirvana. Also müssen wir hier höllisch aufpassen. Dieses Gebiet ist eins der schwierigsten Gebiete in Dark Souls 2. Und das will was heißen. Denn Dark Souls 2 ist im Gegensatz zu 1 und 3 doch teilweise relativ einfach.
Also jedenfalls so, wie wir bis jetzt vorangekommen sind. Gut. Ich reise jetzt erst einmal. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. Ich bräuchte 9 große Scherben, um den Bogen auf plus 6 zu bringen. Eine kostet 2500. 2 kosten 5000. 8 würden dementsprechend 20.000 kosten. Nein, das ist mir zu viel. Ich grade den Bogen erstmal nur aus plus 5, weil dafür brauche ich nur 7.500. Nebenbei hier bei der verlorenen Festung fehlt uns auch noch ein Leuchtfeuer, wie man jetzt mittlerweile sehen kann. So, McDuffs Werkstatt. Also das ist vielleicht einfach als, an der Stelle als Indikator, dass man an gewissen Orten noch Leuchtfeuer hat, die man abklappern könnte. So, genau, Gegenstand kaufen. Er verkauft uns immer noch nichts Neues, Besseres oder so. Wir könnten auch ein paar Eisenpfeile hier gleich mitnehmen. Sagen wir mal 100 Stück, die dürften eine Weile reichen. Ich finde es schade, dass hier keine keine Zehnersprünge gemacht werden können ab einem bestimmten Grad. Egal, so. 3 von denen hätte ich gerne. Dann Waffe, Rüstung verstärken. Erstmal den Schild auf Max bringen. Denn jetzt können wir ihn auf Maximum gut gebrauchen. Ich sollte dich eigentlich auch noch weiter upgraden, weil dich können wir auch noch später gut gebrauchen, aber kann erstmal warten. So, den Bogen verbessern, das war das. Gut, wir kaufen nochmal 3 Stück und bringen jetzt das hier noch zu Ende. Waffe, Rüstung verstärken, nämlich dich auf plus 5, so. Da ist jetzt alles auf plus 6. Da ist jetzt hier alles auf plus 6. Als nächstes gehe ich zu den Türen des Pharos und verkaufe da das ganze unnötige Zeug, was wir noch haben, mal. In der Hoffnung, dass ich einigermaßen genug Seelen zusammenkriege für 2 Level-Ups. So, der Gürmekrieger hier. Ja, das sieht etwas arg imba aus. Ah, der Gürmkriegerhelm. Ich glaube, das Gürmzeug könnte ich auch mal aufbewahren und hier, weil ich hier ab und zu ja mal herkomme. So, verkaufen. Bastardschwert brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Speere brauchen wir alle, das brauchen wir auch noch. Das und das kann weg. So, wir haben Helm und Rüstung. Behalten wir. Bauernhose, Königsschwertkämpfer und Alone-Sachen können weg. So wie auch die Falkner-Sachen. Ringe will ich keine verkaufen. Hiervon will ich auch nichts verkaufen. Die Talismane können weg. Köderschädel können weg. Ah, wir haben noch die Seele des Spiegelritters, die ich noch vorlesen kann. Das Ketenleuchtfeuer, ja, das alles bleibt. Und der Rest auch. So. Vorbei an der Mastodonwache, hier rein. Ah, erst Gegenstandskiste. Also einmal kann weg. Die 3 Asketenleuchtfeuer und dann gucken wir. Oh, wir haben viele Flammenschmetterlinge übrigens. Dann gucken wir uns mal kurz das hier an. Die Seele des Spiegelritters, der Besucher des herrenlosen Schlosses, auf die Probe stellt.
Der Königskorridor wurde vor langer Zeit von den tapfersten Kriegern genutzt, um ihr Können zu beweisen. Doch heute ist es lediglich ein Hindernis auf dem Weg, den geflohenen König zu verfolgen. Nutzt die besondere Seele dieses Ritters, um zahlreiche Seelen zu erwerben oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Jo, packen wir mal weg, wie alles andere auch. Und reisen jetzt kurz mal in das Dazwischen. Denn ich könnte hier jetzt auch mal wieder Sachen abgeben, schnell. Oh, nebenbei, mit ihr können wir auch kurz reden. Jetzt müsste sie eigentlich... Still deterred, do you wish to... You must go on... Well, I suppose, but if you to start... Nein, noch nicht. Die anderen beiden schweigen uns immer noch an. Ja. Gut. So. Hier hoch. Und ich glaube, ich werde einfach mal alles auf einmal ablegen. Ich weiß ja gar nicht, wie viel habe ich denn so. Ah, ich habe ja nur 10 Prisma-Steine und das versteinerte etwas. So, ablegen. Was kriege ich? Einen weißen Ring. Was macht der denn nochmal? Ring des Geflüsters. Weißer Ring verleiht das Aussehen eines Phantoms. Dieser wertvolle Ring gewährt den Schutz von Quella, dem Gott der Träume. Er lässt den Träger als Phantom erscheinen, um Eindringlinge zu täuschen. Wer eine Falle stellt, muss wachsam sein, und dem Feind sind dafür bekannt, ihren Besitzer zu fangen. Gut. Ablegen. 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 Ja, dieses sehr befriedigende Dong-Dong-Dong-Geräusch. So. Abfall war klar. Ein Heimatknochen ist okay. Kleine blaue Blüte ist nicht so wichtig. Kleine gelbe Blüte. Orangene Blüte. Noch mehr Abfall. Noch mehr Abfall. Eine schwindende Seele. Noch eine schwindende Seele. Eine orangene Blüte. So, die schwindenden Seelen. Benutze ich mal alle. Und von denen benutze ich auch mal 5 Stück. So. Das wird noch nicht reichen, oder? Nein. Okay, dann benutze ich einfach alle von denen. Gut. Das reicht jetzt definitiv mal für 2 Level-Ups. So, Schild sieht gut aus. Also das Maximum jetzt. Der Bogen ist ziemlich gut abgegradet mittlerweile. Und ja. Machula. So. Is that a shard, Yufa? Here to see. Ja. However. Ich habe eine Scherbe für dich. Das macht den Estus-Flakor besser. Und aufsteigen würde ich gerne. Ein Punkt in Geschicklichkeit und es reicht gerade nicht. Ah. Schade. Gut, dann benutzen wir die Seelen halt jetzt mal, um den Handschuh weiter abzuquälen. Nein. Reicht eine? Ja, eine reicht. Oh. Jetzt fängt sie an, es zu sagen.
Zauberei steigern wir mal Wille erstmal. Jetzt kann ich euch das noch kurz zeigen. Ich habe es nämlich gerade gesehen. Bearer of the curse. I will always be at your side. Until hope has fully withered. Genau, das ist hier ein neuer Text, nämlich jetzt. Jetzt, wo wir den Looking Glass Knight, den Spiegelritter, besiegt haben, kommt das. Okay. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal im Schrein von Amana wieder. Das wird ganz und gar nicht lustig. Also, bis dann.